Willkommen zurück bei MacPixel Free und ja, was können wir sagen? Es gibt neue Gebiete, die wir freigeschaltet haben. Allerdings reichen die Münzen in dem ersten noch nicht. Wir bräuchten nämlich 750 Stück. Aber vielleicht können wir ja bei dem zweiten freigeschalteten Gebiet bereits rein. Obwohl ich irgendwie die Befürchtung habe, auch das wird nichts. Oh, wir haben jetzt noch mehr Leute, die wir treten dürfen. Wunderbar. Genau, wir haben im letzten Part auch den ominösen Charakter Steve zum ersten Mal getroffen. Was wir mit dem machen können, keine Ahnung. Wir finden ihn nur in sehr alltäglichen Situationen und dann war es das eben auch. Ja, wunderbar. Wir haben das erste Gebiet, wo wir hineingehen können, für gerade mal 200 Münzen. Das sieht nach sportlichen Herausforderungen hier aus. Ja, ein großes Stadion, 9 verschiedene Disziplinen, 9-Kampf auf MacPixel-Art vermutlich. Ich würde jetzt denken, er will denen alle ein Bein stellen. Ja. Das lief schon mal ganz gut. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach nur Glück hatte. Wir sind zumindest in der Spitzenposition angekommen und haben gesiegt. Das wirkt ein bisschen weniger puzzelig als sonst. Ich freue mich aber auf eine andere Art von Spielmodus. Okay, Skifahren. Vermutlich. Oh ja. Eine Lawine, ein Yeti, was möchte man mehr? Das war keine gute Idee. Das nächste Mal werde ich mich erst um die Lawine kümmern. Ich glaube, dass wir da eher was machen können. Ah, in Ordnung. Das sind immer abwechselnde abwechselnde Stadien. Und wundervoll. Natürlich. Die Frage ist, ob ich jetzt einfach nur zu langsam war und zu spät damit angefangen habe. Aber ich werde es noch herausfinden. Ein Geheimlevel. Aber wie habe ich das denn freigeschaltet? Okay, es geht aber nur darum, im richtigen Moment das drüben zu haben, ja? Naja, so gut lief das jetzt nicht. Aber schauen wir mal weiter. Das ist Curling. Ich habe irgendwie gedacht, dass es eine Bombe wäre, das Symbol. Ja. Das kam nicht so gut an. Schade eigentlich. Hm. 1:99. Wow.
Ist aber auch kein Wunder, wenn MacPixel selber seine eigenen Leute so kaputt haut. Ja, und nun könnten wir vielleicht noch mit dem Ball ein Tor schaffen. Genügend Platz wäre. Ja. Ich komme ja hier vor wie bei Mila Superstar. Dieses eine Tor reicht doch nicht. Ach so. Ja gut, die Zahlen sind übergelaufen. So viel dazu. Die 100 konnte nicht dargestellt werden. Deswegen mussten wir natürlich dem anderen Team zu ihrem nächsten Tor verhelfen. Perfekt. Perfekte Programmierlogik. Ich sehe es. Sehr schön. In Ordnung. Zwei Disziplinen haben geklappt. Ja, das war Quatsch. Hätte ich noch nicht machen sollen. Andererseits wäre es kurios, wenn wir jetzt auch hier alle Leute zertreten sollten. Das wäre dieselbe Lösung wie davor gewesen. Mal sehen. Irgendwie ein Kniff wird da schon dabei sein. Gut, wir gehen wieder an den Anfang zurück bei allen Sachen, wo wir noch nichts geschafft haben. Ich wollte jetzt erst mit der Lawine interagieren. Das war gar nicht so doof. Jetzt ist nur die Frage, wie wir an den anderen nochmal rankommen. Vermutlich in dem Rahmen jetzt gar nicht. Mal sehen. Fürs nächste Mal merke ich mir das, dass wir auch wirklich Lawine, Yeti und dann zu dem erst übergehen. Ja. Müssen wir auf den vielleicht erst warten, dass der an uns vorbei fliegt und gegen die Stange fliegt? Vielleicht. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Hier frage ich mich, ob ich einfach auf den richtigen Moment warten muss. Ja. Sah eigentlich ganz gut aus. Ja, so viel dazu. Dann müssen wir doch hundertprozentig auf einen der Vögel irgendwie rauffliegen können. Um dort dann zu sehen, dass wir auf dem Vogel weiterfliegen. Kann ich den nicht einfach nach links ballern? Nee. Eigentlich schade. Und? Nee. Hat wieder nicht gereicht. Tja, dann müssten wir wohl vermutlich erst ein bisschen Zeit in dem Strandvolleyball-Level übergehen lassen, bevor wir damit überhaupt anfangen, oder? Bam! Ja. Warum nicht? Ich nehme
mit denen und verprügle den Schiedsrichter? Ne, auch nicht so recht. Komplett schlau werde ich daraus noch nicht, aber ist okay. Gut, wir prügeln uns wieder durch. Als gäbe es beim Hockey einen Schiedsrichter, aber beim Fußball nicht. Naja, gut. Lawine, Yeti, der in der Mitte. Nee, auch noch nicht so richtig. So, habe ich ihm beim letzten Mal oder beim allerersten Mal, wo ich die Runde probiert habe, auch erst angegriffen, ja? Könnte auch so rum sein, ja. Okay, der kommt nicht einfach so durch. Das war's auch noch nicht. Gut, hier warte ich jetzt erstmal ab. Aber es fangen ja jetzt nicht nochmal 20 Sekunden an. Nein! Ach, Mist! Ich mache es diesmal nämlich ein bisschen anders und lass mir jetzt einfach überall schon mal zeigen, womit ich so interagieren könnte. Wie wäre es denn mit dem Tor selbst? Nee, auch nicht. Ja, dann muss ich erst den Schiedsrichter kaputt hauen oder so. Gut. Wir beschleunigen das jetzt mal ein bisschen. Hier einmal raus, dann in die Lawine rein, dann der Yeti. Und tschüss. Jetzt dürften wir ja gewinnen, hoffe ich. Wer zuerst am Ziel ist, hat doch gewonnen. Wunderschön. So, ja. Hier können wir nur weitergehen. Hier können wir prinzipiell auch in die Mitte springen. Aber das bringt uns halt nichts. Denke ich. Nee. Da springt der andere einfach nur über uns rüber und das bringt uns einfach null. Okay. Hier wüsste ich nicht, was es mir bringen sollte. Ja. War meine Vermutung richtig, aber so viel dazu.
Auch schön, dass es hier heißt gerettet und nicht Sieg. Na und? Ach nee, es ist... Also entweder kriege ich so die Zeit so schlecht hin oder wie auch immer. Beim nächsten Mal werde ich es mit 06 probieren. So. Okay. Ach so, ich kann die einfach vereisen damit. Ah! War halt gar kein richtiger Puck. Ja. Kämpfe. Okay. Sehr schön. Der Schiedsrichter hat uns den ganzen Spaß hier nämlich nur versaut und deswegen musste er weg. So, und nun? Jetzt sind die alle weg und was kann ich tun? Da ist noch eins. Aber ich müsste schneller mit allem agieren. Na gut. Ich dachte, ich habe die alle kaputt getreten oder kaputt geboxt. Aber scheinbar fehlt mir noch irgendeine Kleinigkeit. Wobei, das waren jetzt alles Sachen, die außerhalb des normalen Spiels waren, ne? So, er geht jetzt rüber. Ich kann nochmal auf MacPixel klicken. Ja. Ja. Warum? Warum? Wie? Kein Fan von dem geheimen Level. Aber ist jetzt auch nicht so wichtig. In Ordnung. Probier's nochmal. Also richtig bringt das alles nichts, ne? So. Jetzt sind die ganzen Tore kaputt. Mit irgendwas anderem können wir hier nicht interagieren. Außerdem... Ach! Mit dem Schiedsrichter und dadurch bekommen wir die Trophäe. Ja gut. Wenn das so geht... Nee, auch nicht. Aber er hatte doch am Ende jetzt die Trophäe. Ah, wir können nach oben damit. Ah. Immerhin, es wird langsam ein bisschen klarer. Sehr schön. Ich habe das Gefühl, als würde es immer nur gegen mich laufen. Daher versuche ich das jetzt so langsam wie nur möglich zu halten. So scheint es zu gehen. Wunderschön. Hm.
auch hier mal wieder die Sportdisziplin-Level. Das ist für mich so ein halbe. Manche davon finde ich richtig, richtig gut. Bei den anderen sehe ich auch die Logik nicht komplett. Also auch wenn sie sich dann eben herauskristallisiert. Das kann nicht richtig sein, oder? Ja. Ja, weiß ich auch nicht, was ich davon dann halten soll, wenn das dann so komische Züge immer annimmt. Dann werden halt Pfeile darauf gezeigt und ich sehe den Witz dahinter nicht, wenn man den Pfeilen folgt. Oder habe ich es jetzt immer falsch gemacht bei dem Geheimlevel? Bin ich beim ersten Mal dem nochmal hinterhergerannt am Ende oder nicht? Ja, dann einfach mal weiter. Aber auch das wird vermutlich nicht stimmen, weil man noch weiter nach rechts gehen konnte. Ja, ja. Doch, passt. Aber es wäre noch weiter nach rechts gegangen. Für alle, die alle Gags suchen, viel Freude damit. Dann ist das doch aber kein Geheimlevel, wenn das hier unbedingt durchgespielt werden muss. Oder sehe ich es verkehrt? Normalerweise waren die Geheimlevel ja dann auch immer so gestaltet, dass man mit denen nicht... Also wenn man die anderen nämlich ganz normal durchgespielt hat, dann ist das ja immer übersprungen worden. Aber hier sehe ich es jetzt nicht. Wirklich bis zur letzten Sekunde warten und dann erst die Bombe hochheben und rüberschießen, hat es jetzt gebracht. Finde ich nicht so prickelnd. Bin ich kein großer Fan von, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich finde es auch nicht so toll, dass dieses Geheimlevel nicht geheim ist und einfach immer gestartet wird. Aber egal. Wir haben auch diese Runde endlich überstanden. Bisschen gemischte Gefühle dabei. Aber ja, in Ordnung. Gucken wir uns jetzt mal um, dass wir die nächste Runde vermutlich 3B finden. Das war schon 3B. Okay, bombastische Spiele. Gut, dann schlage ich vor, dass wir uns in das erste neue Gebiet hineinwagen, was 750 Münzen gekostet hätte. Ach nee, da bin ich schon jetzt vorbeigegangen, ne? Ich war noch so sehr in diesem Volleyball-Ding gerade drin, gedanklich. Ich habe gar nicht daran gedacht, dass das ja gleich am Anfang war. Nämlich die U-Bahn-Station. Da können wir eben raufklicken, können runtergehen und hier 750 Münzen blechen. Ja, die hatte ich vorhin irgendwie nicht übrig. Ich hatte nur 640 oder so. Aber durch die Olympischen MacPixel-Spiele hat das noch geklappt. Vermutlich werden jetzt ja, sonst wie viele Leute rausgehen. Nee. Okay. Sag mir nicht, ich hätte ihn einfach niemals da reingehen lassen sollen. Okay. Tja,
was tue ich nun? Ich setze mich in die Mitte ab. Ich konnte aber mit niemandem interagieren, so richtig. Ja, da muss ich noch mal gucken. Ja, lass mich raten, der Honig hatte ihn irgendwie angelockt, oder was? Oh Gott! Winnie Poohs ekelhafter Cousin mochte uns nicht. Was nur? Ah, es ist ein Geheimlevel mal wieder. Okay. Das haben wir uns scheinbar hier auch verdient. Herz. Aber die Bombe interessiert das hier, glaube ich, nicht so sehr, ne? Nee. Und ein Grabstein. Ja, sehr schön. Warndreieck? Nee. Das scheint den Herrn wenig zu interessieren. Oh, er füllt sich selbst mit Helium und weicht so aus. Ja, warum nicht? Wunderbar, Lage gerettet. Ausnahmsweise sogar mal sofort. Hat der Frosch da eine kleine Bombe um sich herum am Bein gehabt? Pat, pat, pat. Also manchmal fällt mir es wirklich schwer, diese Absurditäten überhaupt in irgendeiner Form zu kommentieren. Ja, dann renn halt weg. Da ist doch nichts passiert. Ja. Oh Mann, ja gut. So ganz gut klappte das jetzt nicht. Aber ich glaube, da können wir ziemlich viele verschiedene Szenarien herausfinden und wieder gut Punkte sammeln. Das ist ja auch ganz nett. Okay, hier habe ich noch null Ideen, wie ich irgendwas tun soll. Ich komme nicht nach rechts und ich habe keine Interaktionsmöglichkeiten, sehe ich hier gerade. Also es gibt auch wirklich einfach nichts, wo ich raufklicken könnte. Ich habe die H-Taste gedrückt. Das ist vollkommen egal. Ja klar, weil er nicht einsteigen muss. Ja. Ich nehme die Glocke. Nein. Ja. Herrlich. Es ist wieder mal so herrlich. Hm.
Dann gehe ich damit hinein und schlage den Brummifahrer. Aus irgendwelchen Gründen. Was scheinbar auch der gesamte Zweck dieses Rätsels war. Ich habe keine Ahnung, ob der vielleicht die Tankstelle oder diesen kleinen Supermarkt ausrauben wollte oder sowas. Sehr schön. Der kleine Bagger bringt die Bombe weg. MacPixel im Geheimlevel lebt auch. Wunderschön gelöst. So, was jetzt mit dieser Sauna ist, das verstehe ich noch nicht. Das ist ein kleiner Hai. Düm, düm, dü, düm, dü, düm. Was? Was war das? Warum? Weswegen? Weshalb? Okay. So, strüll das Auto an. So wie es sich gehört. Und hau ihn. Nee, er wird gehauen. Na gut. Vielleicht auch ein bisschen verdient, keine Ahnung. Ich mache hier jetzt mal nichts. Ich steige einfach nicht ein. Das bringt zwar den Leuten dann nichts, aber MacPixel wird wenigstens nicht in den Unfall mitverwickelt. Nicht sehr heldenhaft, aber vielleicht genau die Lösung. Ja. Nichts tun ist immer auch eine Option. Das darf man nicht vergessen, Mann. Bei vielen Lebenslagen und gerade in MacPixel Free ebenso. In Ordnung. Wie wär's mit dem Zaun? Da ist er auch sauer? Ja, natürlich. Nehmen wir das Auto? Ah, wir können das Auto einfach kaputt machen. Sehr gut. Scheinbar noch nicht gereicht. Obwohl, wer weiß. Muss er nicht jetzt sofort sein. Und? Ich gehe mal nach rechts. Ah, nee. Super. Ich hab's befürchtet, aber es war gar nicht mal so übel. Das nächste Mal probieren wir nach rechts zu flüchten. In Ordnung. Okay. So, kann ich jetzt nach rechts? Ja. Knapp, aber immerhin. Bringt es mir auch was? Das ist die andere Frage. Oder ist das nur eine andere Art des Verderbens? Nein. Sehr schön. Gewonnen. In dem Fall. Aber wir haben das letzte Rätsel damit auch noch freigespielt. Ja, fahr zurück. Schade. Ich dachte, das wäre eine Option, aber scheinbar war meine Entscheidung nicht gerade die schlauste. Ja, lass ihn einmal runterfahren. So sportlich wie er ist. Mist.
kann halt auch auf ihn selber klicken und sagen, ah, okay, er schmeißt das Fahrrad weg, geht runter und was passiert? Nichts. Das war die Lösung. Manchmal einfach auf irgendeinen fahrbaren Untersatz, egal ob motorisiert oder nicht, verzichten, die eigenen Beine verwenden, dann passt das schon. Ein bisschen umsichtig sein im Straßenverkehr. Ja, super. Also diese Rätsel, diese Runde hat mir wesentlich mehr Spaß gemacht als noch diese ganzen Sportdisziplin-Level. Sie waren enorm irritierend. Trotzdem, also es war konfus, manche Situationen waren super absurd, sodass ich auch nur begrenzt weiß, was da passiert ist. Aber ich hatte enorm viel Spaß. Jetzt ist der Pavian auch da. Ja, super. Warum auch nicht? Das heißt, wir haben die Runde 3a aus irgendwelchen Gründen immer noch gar nicht gesehen. Dann 3b und 3c haben wir gefunden. 3a, da muss ich beim nächsten Part nochmal nachschauen, wo der sein soll. Ich entschuldige mich dafür, dass ich scheinbar derartig konfuse Wege einschlage. Chronologisch wird es jetzt nicht mehr. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem viel Spaß. Und wir sehen uns beim nächsten Part. Bye, bye.